In diesem letzten Block will ich noch die letzte Frage beantworten, die mir in Form eines Kommentares gestellt worden ist. Das ist die Frage nach den Workflow-Kollektionen, die ich da stehen habe. Um das zu erklären, habe ich kurz einen neuen leeren Katalog erstellt und habe da, wie in echt, einen Ordner Current Work, in dem sich ein aktuelles Projekt befindet. Die Bilder da, die sind unbearbeitet, wie Sie sehen. Da sind keine Badges dran, keine Stichwörter, absolut gar nichts. Lediglich ein paar Copyright-Infos sind da schon drin. Das sind die Infos, die bei jedem Import automatisch hinzugefügt werden, weil ich eine Metadatenvorlage anwende beim Import. Diese Workflow-Kollektionen sind eine Sammlung von Kollektionen, die ich genau auf meine persönliche Arbeitsweise abgestimmt habe. Vielleicht ist das jetzt etwas, wo Sie sagen, das bringt mir überhaupt nichts, weil ich arbeite nicht so. Für mich persönlich sind die aber von unschätzbarem Wert. Ich könnte sie jederzeit wieder rekonstruieren, trotzdem sind die mehrfach gebackupt, diese Einstellungen. Ich zeige Ihnen, was ich meine. Bei meiner persönlichen Arbeit ist es wichtig, dass Bilder erst dann ins Archiv kommen oder Projekte erst dann ins Archiv kommen, wenn die diese Pipeline da durchlaufen haben. Wenn diese Pipeline durchlaufen ist, dann kann ich sicherstellen, dass nur Bilder ins Archiv gehen, die genug Metadaten haben, dass ich zufrieden bin. Das heißt, sie müssen Stichwörter haben, sie müssen Angaben über Land, Kanton, also Bundesland, Kanton und Stadt haben, eventuell noch weitere Ortsinformationen. Die guten Bilder müssen Sterne haben, die schlechten Bilder dürfen gar nicht mehr im Katalog sein, die Outtakes, die müssen nämlich gelöscht worden sein. Und die besten, abgeschlossenen, fertig bearbeiteten Bilder, die haben immer mindestens 2 Sterne. Und erst wenn diese Kriterien erfüllt wurden, dann gehen die Bilder ins Archiv und nicht vorher. Und genau dazu sind diese Kollektionen da. Ich gebe Ihnen kurz ein Real-World-Beispiel. Punkt 1 in der Pipeline heißt, Michelle, du musst Metadaten hinzufügen. Okay, mal schauen. Ich drücke Befehl A, um alle Bilder auszuwählen. Drücke ich Befehl K und sage dann mal, okay, das Ganze wurde aufgenommen im Winter. Wir haben Schnee. Wir haben Bäume, wir haben Äste und es ist draußen. Das ist das, was mir jetzt spontan für alle Bilder in den Sinn kommt. Gut, das sind die Metadaten, wenn ich nur die eingegebenen betrachte und das sind die Metadaten, die effektiv exportiert werden. Jetzt sagt aber meine Kollektion da, Michael, du bist noch nicht fertig. Du hast noch immer 57 Bilder, die nicht so sind, wie du sie willst. Aha, wieso nicht? Weil da unten keine Angaben über das Land drin stehen. Also Schweiz zum Beispiel, Kanton Aargau und Rotrist. Wenn das gewährleistet wurde, und das finde ich wirklich genial, dann wandern diese Bilder eine Stufe in der Pipeline nach unten. Das heißt, Phase 1 ist abgeschlossen. Alle Bilder haben so viel Metadaten, wie ich mir das wünsche. Phase 2 lautet Compare and Rate, also Bilder vergleichen und bewerten. Das bedeutet dann zum Beispiel dieses Bild da, das möchte ich vielleicht nicht. Wenn ich das nicht will, drücke ich die Taste X als abgelehnt markieren. Und sofort wird das Bild hier unten bei Stufe 6 als Outtake markiert. Das heißt, wenn ich fertig bin mit der ganzen Arbeit, schaue ich mir nochmals die Outtakes an und wenn ich die wirklich nicht will, drücke ich Befehl und die Löschtaste und wenn das dann entsprechend hier gemacht wird, dann werden die abgelehnten Fotos vom Datenträger gelöscht. Das nur so nebenbei. Dann habe ich jetzt hier aber immer noch 57 Bilder, die es zu bewerten gilt. Das heißt, okay, ich gehe mal hin und sage, welche Bilder möchte ich gerne bearbeiten? Mir gefallen zum Beispiel die da mit diesem Lichtschimmer, die gefallen mir sehr gut. Ich gebe da mal eine 1. Jetzt fallen die da weg. Jetzt habe ich nur noch 49.
Eigentlich könnte ich auch dann noch eine weitere Regel hinzufügen, die sagt, Markierungsstatus entspricht nicht abgelehnt. Und dann fällt da oben dieser Abgelehnte auch noch weg. So ist es besser. Und jetzt geht es weiter. Was habe ich noch? Habe ich noch weitere, die ich bearbeiten will? Ja, mir gefallen zum Beispiel die da auch ganz gut. Ich gebe ihnen auch eine 1. Jetzt sind es nur noch 44, die bearbeitet oder die bewertet werden können. Aber hier unten habe ich jetzt bereits eine weitere Stufe erreicht mit 12 Bildern, nämlich die Stufe letzte Final Decision, also die letzte Entscheidung. Weil von diesen 12 Bildern, die ich jetzt bewertet habe, das sind 12 Bilder, die ich dem Kunden empfehlen würde. Das sind Bilder, die gut genug sind, um sie dem Kunden schmackhaft zu machen. Der Kunde kann auch ich sein. Also wenn ich sage, von diesen 57 Bildern sind das diejenigen, die ich mir selber empfehlen würde. Das heißt, die werden jetzt bearbeitet. Ich werde wohl kaum alle diese Bilder effektiv bearbeiten. Vermutlich nicht. Ich habe hier zum Beispiel, wenn ich mir diese Bilder da mal mit der Taste N etwas näher anschaue, das sind alles ähnliche Bilder. Und jetzt sage ich vielleicht, der da, der ist nicht gut genug. Dem gebe ich wieder eine 0. Dann fällt die sowieso weg, weil die nicht mehr in diese Kategorie geht. Da habe ich jetzt verschiedene ähnliche Bilder, von denen aber nicht alle bearbeitet werden. Am besten gefallen mir der da und vielleicht der. Der hat einen schönen Lichtkegel, also gebe ich ihm nebst der 1 als Stern, gebe ich ihm mit der Taste P eine Flagge. Und auch, sage ich jetzt mal, diesem Bild da mit P eine Flagge. Und dann gehe ich mit G wieder raus. Und jetzt ist es so, dass in der Sammlung Final Decision 2 Bilder entfernt wurden und dafür eine Stufe weiter bei Ready for Adjustments habe ich jetzt nur noch diese beiden Bilder, die sowohl einen Stern haben als auch eine Flagge. Das heißt, die Bilder, die können jetzt entwickelt werden. Ich gehe jetzt also ins Entwickeln-Modul und wenn ich fertig bin mit dem ganzen Entwickeln, dann bekommen diese beiden Sterne, diese beiden Bilder, die entwickelt wurden, eine 2. Die fallen dann da weg bei Ready for Adjustments und gehen da rein in den Ordner Finished. Und wenn ich fertig bin, werden diese Bilder dann mit der Taste U wieder entwertet, weil sie müssen nicht mehr bearbeitet werden. Flagge heißt bei mir nur, die müssen noch bearbeitet werden. Und jetzt habe ich im Prinzip diese Pipeline durchlaufen. Übrigens, im Ordner Finished dürfen nur Bilder rein, die 2 Sterne haben und die auch bearbeitet wurden. Also sie müssen effektiv Entwicklungseinstellungen beinhalten. 2 Sterne alleine genügen nicht. Sie müssen auch Entwicklungseinstellungen haben. Oder es müssen 2 Sterne in Verbindung mit TIFF sein. Das ist die Bewertung, die ich da gemacht habe. Nein, ich zeige Ihnen nicht, wie diese Bewertungen aufgebaut wurden. Wenn Sie das wissen wollen, dann müssen Sie bei mir einen Kurs besuchen oder Sie gehen mal an die Swiss Publishing Week und dann kann ich Ihnen sagen, wie die aufgebaut sind, weil alles lasse ich auch nicht raus. Aber Sie sehen jetzt, was diese Kollektionen tun für mich. Und wenn ich dann fertig bin, dann gehe ich da in die Outtakes, lösche dann diese Outtakes mit Befehl Löschtaste vom Datenträger löschen und jetzt bin ich im Prinzip fertig und das ganze Projekt kann archiviert werden. Wichtig ist nur, dass da bei der Stufe 1 eine 0 steht, bei Outtakes ebenfalls eine 0 und was bei Stufe 2, 3, 4 und 5 steht, spielt dann eigentlich weniger eine Rolle. Das ist mehr eine Kontrolle für mich, die besagt, schau mal, es gäbe noch 45 Bilder, die noch nicht bewertet wurden. Es gäbe noch 9 weitere Bilder, für die du noch keinen endgültigen Gewinner festgelegt hast, wenn noch weitere Bilder bearbeitet werden müssten, zum Beispiel, wenn der Kunde sagt,
hey Michelle, hast du nicht noch zwei, drei, die du mir empfehlen kannst? Und wären das die? Ready for Adjustments, die müssen auch bei Null sein. Kommt mir in den Sinn, habe ich falsch gesagt. Bevor die Bilder archiviert werden, muss hier eine Null stehen, weil die Bilder müssen ja fertig sein. Ready sein reicht nicht, um archiviert zu werden. Und so hilft mir diese Pipeline, all diese Stufen einzuhalten. Hätte ich hier keine Smart-Sammlungen, dann würde ich immer wieder gewisse Punkte vergessen oder nicht beachten und dann hätte ich ein Archiv, welches nicht immer identisch ist. Und das ist nicht wirklich der Sinn eines Archivs, weil da ja im Prinzip immer Bilder sein sollten, die sich in gewissen Punkten ähneln. Das also Sinn und Zweck meiner Smart-Sammlung. Ich grüße Sie ganz herzlich, Ihr, euer Michel Meierle. Und übrigens, es gutes Neues.